Du hast gerade begonnen, dich zu strecken und die Schmerzen aus deinem Körper rauszubekommen, als du spürst, wie dir Alof über die Schulter schaut. Als du ihn bemerkst, schaut er schnell weg und knetet seine Hände zu sich windenden Fäusten. Tut mir leid, Talisa, ich wollte mich nicht an dich heranschleißen. Ich dachte nur, naja, du scheinst geistesabwesend zu sein. Was hast du auf den Herzen? Ich glaube, ich habe nur gemerkt, dass du ein bisschen, unusual lately. Talking to people who aren't there, remembering flashbacks of your previous life. I just want to make sure you're doing all right. Ich habe nur bemerkt, dass du dich in letzter Zeit ein bisschen ungewöhnlich verhalten hast. Das in letzter Zeit ist gut. Er scheint jeden Schweißtropfen aus seinen Fingern zu bringen. Du redest mit Leuten, die nicht da sind. Erlebst Teile deines vorherigen Lebens vom Neuen. Ich wollte nur sicher gehen, dass du in Ordnung bist. Er schaut auf einen Punkt auf dem Boden. Klingen dir diese Symptome vertraut? You know me too well. But it does seem that our afflictions differ. Isselmir asserts herself now and then, but that's nothing new. You, on the other hand, you seem to be getting worse. Er grinst schmerzhaft. Du kennst mich zu gut. Aber es scheint, als würden sich unsere Gebrechen unterscheiden. Isselmir bringt sich dann und wann zur Geltung, aber das ist nichts Neues. Du andererseits erzielst an einer Haarlocke. Dein Zustand scheint sich zu verschlechtern. I should let you rest. Looks like we'll have another full day tomorrow. Er schaut wieder weg. Ich sollte dich rasten lassen. Anscheinend haben wir morgen einen vollgepackten Tag vor uns. Ja, haben wir auch. Mit der großen Ausdauer und ein paar Rastvorräte. Tja, Alof hat leider jetzt gerade nichts. Da ich nicht nach vorne komme, wechsle ich auch mal auf Fernkampf. Yes. Stand together. I'm here. Yeah. I'm here. So, noch eine Vase mit Gold und einer Schriftrolle. Die Hitze aus den Schuhen ist kaum auszuhalten. Mhm. Nice and quiet. Ist ja auch nichts Neues. Ah ja, da war ein Drache. Ein größerer Drache. Der junge Drache neigt seinen riesigen Kopf zur Seite und schaut dich an. Er schickt dir einen Strom Worte direkt in deinen Verstand. Glühen, brennen, Funke. Du Menschding, du willst meinen Funken nehmen, richtig? Was ist der Funke? Der junge Drache windet seinen Körper schützend um etwas herum. Funke ist ein Stück heißer Kohle. Warm, glühend, wunderschön. Er dreht seinen Kopf und betrachtet dich durch eine seiner hier schlitzförmigen Pupillen. Eines Tages werde ich ein brennendes Ding werden. Hell und schrecklich wie mein Funke. Ich bin wirklich nicht gekommen, um deinen Funken zu nehmen. Lügnerin, der junge Drache brüllt. Du willst ihn mit deinen kalten, schmutzigen Pfoten stehlen. Okay. Es geht hier gleich zur Sache. Ist die Frage, ob wir zuerst alles andere loswerden sollten. Ich verwandle dich mal. Hier war es. Oh Gott, Idee. Puh, das war knapp, Idee.
Niedrige Ausdauer, Itomak. Okay, Itomak ist down, das ist nicht gut. Hau mal kurz in die Richtung. Alof. Mach mal den Schaman etwas platt. Etwas schneller. Okay, hier war ja, es ist kein Steak hier mehr. Need something? Architect. Oh, jetzt habe ich niedrige Ausdauer. Hier war ja's. Mach mal das. Noch mal Hand auflegen auf mich und in der. Jetzt muss der Jungdrache mal weg. Ich will nur noch den Großen haben. So, Edea, kannst du nochmal versuchen, den umzuschmeißen? Felsen auf ihn. Noch mehr Fluggeschosse auf ihn. Ich nehme mal den Trank. Du hast leider nichts mehr. Du hast noch einmal Fluggeschosse. Blitzen ihn mal wieder. Okay, wir haben aus Versehen hier Varias selber umgeworfen. Was hättest du denn noch? Au. Gut. Das ist der Flammenstein, der Funke. Oh, Handschuhe. Und ein Tank der Macht. Gut. Wobei Gewandtheit ist was für Sagani eher und das ist was für dich so. Und ja, ich hätte einen Tank der Macht benutzen können auf Idea. Yes. Schatzhort, aber. Au. Gut, damit haben wir die Feuerfälle abgeschlossen. Gott sei Dank. Das heißt, wir können in das nächste Gebiet weiterreisen, an die schönen Klippen. Wo wir ja Saganis Bekannten gesehen haben.
Wenn man sich aber mal überlegt, dass dieser Ort nicht mal weit weg ist von Trutzbucht, ist es schon krass, dass da hier so viele Drachen gibt. Mann, Mann. So, der Wachturm ist fertiggestellt. Das heißt, als nächstes Burghof wahrscheinlich. Oder Türme. Türme wären sogar noch besser. Die Ringmauern kommen ganz zum Schluss. Aber ja, Türme geben Prestige und Sicherheit. Do these look like the cliffs from your vision? Sehen diese Klippen aus wie die aus deiner Vision? Ja, eigentlich schon. In diesem Map hier müsste sogar noch... Okay, sie ist ein bisschen in die Länge gezogen, aber kleiner sein, dadurch, dass viel Klippe ist. Unten in der Bucht rollen Wellen auf Trutzbucht zu. Ja, hier sind Pfiffgras und Mimpfiffgras. Ja? Hey. Oh Gott, hier sind ja auch noch mal Jungdrachen. Okay, irgendwie will ich hier gerade nicht sein. Irgendwie wäre es vielleicht besser gewesen, das nach Dürfur zu machen. Alles. Let's see what lies this way. Do these look like the cliffs from your vision? Also ja, das ist eine verdammt große Gruppe von Gegnern da. Ich meine, das waren eine Pfiffgram, eine Mempfiffgram und ja, weiß nicht, wie ich sie anders aussprechen soll. Der Troll, genau. Oh. Der Portion Sauerwips mal wieder. Oh, und das ist kein Troll, das ist ein Waldlauer. Oh, das noch. Okay, Waldlaurer sind ein paar mehr unterwegs. I'm on the trail.